Willkommen aus allen möglichen Gegenden, Ländern, Sitten und Bräuchen. Willkommen in der schwierigsten Zeit und der spannendsten Zeit der Weltgeschichte. Das ist meine persönliche Überzeugung. Aber es ist eine Zeit, von der ich möchte fast sagen, prophetisch sagen möchte, ist eine Zeit, wo etwas zu Ende geht und ist eine Zeit, wo etwas neu beginnt. Meine persönliche Überzeugung, die Zeit des Herrschens durch Teilen und Herrschen ist vorbei. Jetzt kommt die Zeit, wo wir verbinden und herrschen. Ist das gut? Viele Menschen sind nur zur Macht gekommen, weil sie die Grundlage der Zerteilung geschaffen haben. Menschen getrennt, gegeneinander aufgehetzt, Meinungen, Religion, Wirtschaft, Politik, überall gegeneinander aufhetzen, das schwächt die Kraft. Ein geschwächtes Volk kannst du beherrschen. Jetzt noch leben wir in einer Zeit, wo Recht zu Unrecht geworden ist. Meine Großmutter hat das schon gesagt, als sie noch lebte. Sie hat immer wieder gesagt, wenn das Ende kommt, dann wird Recht zu Unrecht und Unrecht wird zu Recht werden. Ich verstand es damals noch, wenn sie sagte, das Ende der Zeit, dachte ich, dann geht die Welt unter. Aber in Wahrheit geht eine Herrschaft zu Ende. Ein Herrschaftsteil geht zu Ende und ein neuer Herrschaftsteil wird beginnen. Und es beginnt jetzt die Zeit, wo es fertig ist, wo der Schurke nicht mehr vornehm geheißen werden kann. Die Zeit beginnt, wo Unmoral nicht mehr als edel gelten wird. Jetzt noch ist das so. Und wir können nicht sagen, wie viel haben wir noch durchzustehen, wie viel werden wir noch leiden, wie viel Aufbäumen gibt es da noch von den Menschen, die Recht zu Unrecht und Unrecht zu Recht erklären. Sie werden sich wehren, wie sie können, sie werden schreien, aber es wird ihnen alles nichts nützen. Die Welt ist so konstituiert, dass das Gute immer gewinnt. Wenn wir die Geschichte kennen, wissen wir, dass es so ist. Es gibt immer ein Hoch und Runter. Wir werden eine schwere Zeit vor uns haben, das denke ich, aber wir werden eine siegreiche Zeit haben. Und dazu möchte die AZK mobilisieren. Die AZK durchzuführen ist nicht eine ganz leichte oder auch ungefährliche Sache. Ich habe viel erlebt in der Zwischenzeit seit der letzten AZK. Unmittelbar danach erschien ein Zeitungsartikel. Ich nenne es eine Mediendreckschleuder wieder einmal. Mediendreckschleudern, das ist so das Problem mit Nummer eins, mit dem wir kämpfen. Da wurde die AZK natürlich verteufelt, wie so vieles verteufelt wird, was Wahrheit ans Licht bringt. Wie gesagt, der da dagegen steuert, der schlägt aus. Das passt ihm irgendwie nicht. Also muss ich mir gefallen lassen, dass in der Zeitung mit großen Lettern dann geschrieben stand, von der letzten AZK stand dann mit großen Lettern, obskure Wahrheiten vom Apostel. Habt ihr sowas hier erlebt? Habe ich mich euch als Apostel vorgestellt? Habe ich euch irgendwelche Wahrheiten hier gepredigt? Ihr wart dabei, viele von euch waren dabei. Wie kommen die auf so eine Idee, denke ich mir? Und dann werde ich dort als Sektengründer diffamiert. Habe ich euch irgendetwas Religiöses erzählt hier drin? Zugegeben, ich habe euch am Schluss, als wir alle hier zusammenbrachen, habe ich gesagt, ich bin froh, darf ich auf Gott vertrauen. Das war mein ganzes Evangelium, das ich hier gepredigt habe. Ha? Muss man deswegen mich als Sektenboss, als Sektengründer diffamieren? Ich tue hier meinen Job. Ja, ich bekenne mich, ich bin Christ. Darf ich das nicht? Natürlich darf ich das. Und seht ihr, da waren noch einige andere, das war ein ganzer Artikel, ein richtiger Schandartikel. Man hat die Referentin in den Dreck gezogen, als ging es hier um Hinterwäldler. Dabei waren ganz hochrangige Leute dabei. Also habe ich mir vorgenommen, ich mache eine Gegendarstellung, weil das ist ja gesetzlich so geregelt, wenn ein Medium Verleumdungen, Diffamierungen und so weiter, Ehrverletzung austrägt, hat man ein Recht, Gegendarstellung zu machen, habe ich mein Recht auf Gegendarstellung benutzt, habe einen Artikel geschrieben, bitte veröffentlichen Sie das, damit das in Ordnung gebracht wird. Wurde natürlich verweigert. Ich habe zu Hause so einen Ordner, wo das geschieht, Medien verweigern Wahrheit. Medien verweigern Dinge, die gesagt werden, sie verdrehen es. Darum gibt es ja die AZK überhaupt. Sie zensurieren, was ihnen nicht passt, wischen sie unter den Tisch. Habe ich gesagt, nochmal geschrieben, wenn ihr das nicht umgehend jetzt veröffentlicht, meine korrekte Gegendarstellung,
dann werde ich diesmal gerichtlich vorgehen. Ich werde die Gegendarstellung gerichtlich einfordern, weil so steht es in unseren Gesetzbüchern geschrieben. Es heißt, wem das Gegendarstellungsrecht verweigert wird, hat das Recht, den Richter anzurufen. Und nachher muss ich mir natürlich überlegen, die haben natürlich dann wieder abgesagt, muss ich mir überlegen, was sage ich jetzt dem Richter? Und dann habe ich mal so einen Vergleich für mich gemacht. Weil die Medien, sobald ich ihnen diese Gegendarstellung wieder abforderte, versuchen sie mich plötzlich in die antisemitische Ecke zu drücken. Wie kommen sie dazu, mit antisemitischen Leuten im Bunde zu stehen? Dann sage ich, Moment mal, das höre ich jetzt das erste Mal, ich kenne das, wenn ihr das einmal sagt, unter vier Augen, dann steht das nachher in allen Zeitungen. Also das war mir aber gerade ein Anlass, mal darüber nachzudenken, was ist das eigentlich? Warum werden alle als Antisemiten verschimpft, die irgendwo den Mund aufmachen, ganz egal, ob sie von rechts, links oder Mitte kommen? Immer sind sie gleich Antisemiten. Was ist das eigentlich? Warum muss man das immer so verteufeln, die Menschen? Also habe ich mir Folgendes gesagt. Ich habe den Medienleuten gesagt, jetzt passt mal gut auf, ich sehe, was ihr im Schilde führt. Ihr wollt mich als nächstes auch noch als Antisemit verketzen, ja? Sagen Sie, das haben wir erst Ihnen gesagt, das haben wir noch nicht veröffentlicht, aber ich sage, ich kenne euch, ich weiß, wie ihr das macht. Ich werde euch jetzt was sagen und das möchte ich euch auch hier drin sagen, habt Mut. Ich habe gesagt, mit dem Ivo Sasek, mit der AZK, mit diesen Referenten hier, ihr macht mit den Menschen hier nichts anderes, als was man nicht auch mit einem Juden tun könnte. Versteht ihr mich gut? Dürfte man, jetzt im Anwendungsfall, das muss ich natürlich jetzt eben vom Gericht, muss ich mir das überlegen, dürfte ich, wenn ich eine Presse führe, schreiben, obskure Wahrheiten vom Juden? Dürfte ich das? Oh, da bist du schon mit einem Fuß im Gefängnis. Aber es heißt doch gleiches Recht für alle. Also wenn man das mit einem Juden nicht tun darf, darf man auch nicht einfach sagen, obskure Wahrheiten vom Apostel, obwohl ich ja gar keine Wahrheiten verkündigt habe. Das waren ja die Referenten. Apostel, von mir aus, ich habe nie gesagt in meinem Leben, ich sei ein Apostel, hat niemand, jemand aus meinem Mund gehört. Verstehst du? Aber das schreiben die so. Aber wenn sie nicht schreiben, wenn wir nicht schreiben dürfen, vom Juden in Anführungsstrichen, dürfen sie das auch nicht umgekehrt. Also habe ich ein Recht, das anzuklagen. Ja. Ja. Antisemitische Verbindungen. Wieso untersteht man mir antisemitische Verbindungen? Darf ich im Umkehrfall einen Menschen, einen Juden, jüdischen Verschwörer nennen? Darf ich ihm sagen, hast du Verbindung zu jüdischen Verschwörern? Ich darf das noch nicht mal in den Mund nehmen, bin ich schon in dem Gefängnis. Also dürfen sie es auch nicht. Darf man mich Sektengründer nennen? Darf man das? Ich bin ein anständiger Familienvater, ich habe nie eine Sekte gegründet, ich wüsste nichts davon. Ich führe Menschen wie hier, klar. Seid ihr deswegen meine Sekte? Oh nein. Darf man mich öffentlich Sektengründer diffamieren oder die AZK oder was auch immer? Im Umkehrfall heißt das, darf ich gewisse Menschen Holocaust-Vortäuscher nennen? Weil das ist etwa das Pendant zu dem, wenn man mir Sektengründer sagt. Gleiches Recht für alle. Gleiches Recht für alle. Ich habe nie sowas gemacht. Aber sie erlauben sich das. Und jetzt hört, was geschehen ist. Also ich fordere vor dem Gericht, ich nehme mein Recht in Anspruch, ich fordere Gegendarstellungsrecht, ich punkte die Stücke auf, die falsch sind und sage, das ist mein Recht. Bitte schauen Sie dazu, dass die Zeitung das in Ordnung bringt. Wisst ihr, was geschieht? Was hinter den Kulissen geschieht, kann ich euch nicht sagen. Ich kann nur sagen, was das Ergebnis war. Das Ergebnis war, dass der Schurke gerecht und der Beleidigte ungerecht gemacht wurde. Das heißt, der ich den Brand angezeigt habe, wurde bestraft und der Brandstifter wurde belohnt. Im Klartext bedeutet das, man hat mir gerichtlich kein Gegendarstellungsrecht eingeräumt, weil sie mit windigsten Worten, ich kann die hier gar nicht aufführen, das ginge zu weit, mit windigsten Worten haben die das alles so lange rumgebogen, bis das ja gar nichts war. Man hat mich weder diffamiert, man hat uns weder angeschwärzt, man hat weder dummes Zeug erzählt. Es war das Gegenteil. Also wurde ich dazu, ich wurde dazu verknurrt, die Gerichtskosten zu zahlen, den Brandstifter zu entschädigen, ihm 400 Franken Entschädigung zu zahlen und ich hatte die ganzen Gerichtskosten zu zahlen und das war's. Hey, und darum gibt's die AZK.
Und darum gibt es die AZZ, genau aus diesem Grund. Genau aus diesem Grund, gleich lange Spieße. Heute wird nicht der Brandstifter bestraft, sondern der, der den Brand anzeigt. So weit sind wir. Recht ist zu Unrecht geworden und Unrecht ist zu Recht geworden. Und darum müssen wir hinausgehen, wir müssen Medien gründen, eigene Medien gründen. Darum habe ich euch die neue AZZ mitgebracht, die ihr am Schluss mitnehmen könnt. Wir haben diesmal nicht dummerweise nur 10.000, sondern gleich 50.000 gedruckt. Und die dürft ihr dann mitnehmen am Schluss. Und weil das längst nicht ausreicht, habe ich schon das nächste dir bereit. Auf die nächste AZK, wenn die sein wird, wahrscheinlich im Herbst, wird es schon die AZE geben. Das ist der Antizensur Express, ja. Und weil wir haben noch ganz anderes vor und ich möchte zu diesem Vorwort, möchte ich dir ganz kurz, darf ich in Du bleiben? Ich verspreche mich eh immer. Ich habe euch lieb, ihr habt mich lieb, also sagen wir uns Du. Okay. Also wir müssen anders Gas geben, denn auf nichts, wie mal jemand gesagt hat, auf nichts verzichtet man unfreiwilliger als auf Macht. Auf nichts verzichtet man unfreiwilliger als etwa auf Macht. Die Medien haben ein Machtmonopol erreicht, das schier, schier allmächtig wirkt. Ja? Und auf das Machtpotenzial möchten sie keinesfalls verzichten. Aber weil sie üble Machthaber sind, die die Wahrheiten unterdrücken, die Dreckschleudern sind, Dreckschleudern gegen gerechte Menschen, wie ihr es seid, die werden Dreckschleudern gegen diese Menschen, die heute hier ihren Kopf hinhalten, um wirkliche Wahrheiten zu geben, wie sie es verstehen. Man wird Dreck gegen sie schleudern und die Medien gleichzeitig bringen es fertig, ganzen Morast, ganzen Unrat, ganze Drecklawinen zu verschweigen, zu zensurieren, echte Landesverrätereien einfach unter den Teppich zu kehren, wo wirklich Landesverrat im Hochgrad existiert. Völkerschändung, Völkerschädigung im Hochgrad wird einfach zensuriert. Ihr werdet es heute wieder hören. Ich werde ziemlich sicher auch wieder hören und sehen, vergehen. Und ihr werdet staunen, was alles möglich ist. Versklavung von Völkern bis hin zu Genozid treiben, werden verheimlicht, werden unterdrückt, werden nicht preisgegeben in den Medien, die Pflicht hätten, all das weiterzugeben. Und wir halten an der Tatsache fest, dass Stimme und Gegenstimme gehört sein muss, damit ein Volk entscheiden kann, ob etwas richtig oder ob etwas falsch ist. Und ich frage, ich glaube dir noch an die Überwindung der allmächtigen Medien? Ich glaube an die Überwindung der fast allmächtig scheinenden Medien. Und ich sage euch, wir hätten sie schon tausendmal überwunden, wären wir nicht so wirklich träge. Wären wir nicht so träge, dass wir immer nur bei uns selber stecken bleiben. Und darum möchte ich die AZE, ich nenne sie jetzt mal so, aber es wird, wie nenne ich das nochmal? Ich habe einen neuen Namen kreiert. Handschlagpresse oder sowas. Ja? Handschlagpresse. Ich werde die AZE kreieren, damit wir, nein, Handschlagexpress, jetzt habe ich es wieder. Wir werden einen Handschlagexpress machen. Ich glaube an die Überwindung der Medien, indem wir selber ein Medium sind, ein neues Volksmedium. Wir werden diese Wahrheiten in Nussschalenform, die wir als Wahrheit empfinden, oder diese Information, wir werden das zusammentragen, wir als Volk werden es zusammentragen und ich werde einen ersten Stapel drucken, ich werde es euch geben und mein Wunsch ist es, dass ihr jeder nur 10, wirklich nur 10, selber kopiert auf eigene Kosten und einem anderen in die Hand drückt und wirklich verbindlich sagt, hey, wir machen Handschlag zusammen, wir machen ein neues Medium. Ich habe hier 10 Stück, dir gebe ich eins, 10 gibst du eins und du bekehrst ihn dazu mit Handschlag, dass er auch 10 davon kopiert und an andere weitergeht. Weißt du, was geschieht? Mach mal selber die Rechnung, nimm mal einen Rechner zur Hand. Wenn nur 5 Generationen das treu tun, wenn nur einer von euch gehorcht, und es 10 anderen geben, der wieder 10 anderen, nach 5, du kannst es in 5 Tagen, wenn du willst, verbindlich machen, hast du 1 Million Menschen, haben dieses Medium. Und du hast genauso viel bezahlt, wie für 10 Kopien. Macht ihr da mit? Ich will euch etwas versichern, noch glauben wir, es gäbe andere Wege, aber du wirst sehen, dass wir in kürzester Zeit aus dem Internet draußen sind. Jetzt schon sind die Arbeiter, die Herren des Internets dabei, öffentlich zu dokumentieren, dass die
ausgesondert werden, dass eine Zensur durchs Internet gehen wird für alle, die Verschwörungstheoretiker sind, die Verschwörungstheorien verbreiten. Mit dem klaren Appell, das sind 12 irgendwo, die irgendwas erzählen, nachher stecken sie Tausende an, das geht nicht mehr so weiter, wir müssen die Schädlinge beseitigen. Wenn wir all diese falschen Machtimperien überwinden wollen, wir müssen sie so, genau auf diesem Weg, wie sie jetzt machen, wir müssen als Licht arbeiten, wir müssen sie offenbaren, wir müssen die Wahrheit über den Dingen sagen, wie sie sind, wir müssen aufdecken, wir müssen entblößen, wir müssen es niederreißen, wir müssen ihnen die Masken vom Gesicht reißen. Und das ist wichtig, dass wir begreifen, dass wir nur noch wenig Zeit haben. Wir sind ein Volk, ein betrogenes, ein belogenes, ein wirklich geschändetes Volk. Ich möchte euch heute meine Familie vorstellen einmal, die wird auch immer wieder geschändet, in vielen verschiedenen Medien schon geschändet worden. Und ich möchte euch zeigen, dass meine kleinen, zwei, drei kleinen Mädchen, dass die oft mehr begriffen haben, als viele, die mit Eifer um die Wirklichkeit und Wahrheit kämpfen. Sie haben euch ein Lied geschrieben, ihr könnt euch schon mal langsam aufstellen, meine Familie. Ich werde dann, wenn ich hier fertig eingeführt habe, werde ich dann die erste Referentin vorstellen. Aber dieses Lied, das ich singen möchte mit meiner Familie, das haben die drei kleinsten Mädchen, die jetzt da gleich da vorne stehen, haben dieses Lied selber getextet. Die kleine Anna-Sophie hat das Lied selber getextet. Und ich möchte euch einen ganz kleinen Teil von diesem Text vorstellen, um zu zeigen, was die Kleinen schon begriffen haben. Sie singen dort, ich brauche dich. Du brauchst mich. Wir brauchen euch. Nur zusammen sind wir stark, sagen sie, singen sie dort. Nur zusammen können wir etwas bewegen. Und dann haben sie ganz viele Bilder in diesem Lied. Eines davon heißt, sieh dir ein Tröpfchen an. Könnte es alleine jemals ein reißender Strom sein? Das haben die kleinen drei selber getextet. Überleg mal. Kleines Tröpfchen, schau es mal an. Könnte das allein ein reißender Strom sein? Nein. Hä? Und doch ohne das Tröpfchen gibt es nie einen Strom. Und seht ihr, das gefällt mir. Ohne das Tröpfchen gibt es keinen Strom. Das Tröpfchen allein kann gar nichts bewegen. Und darum sind sie zum Schluss gekommen, von ihnen selber getextet, darum nie mehr individualistisch. Das Wort kennen sie natürlich von mir. Nie mehr individualistisch, nicht beim eigenen Nabel stehen bleiben, sagen sie. Nie mehr, nie mehr, nie mehr. Und was ist dann die Alternative zum nicht mehr individualistisch sein? Sie singen nur noch Organismus, Organismus, Organismus. Wir sind ein Organismus. Das Wasser ist der Organismus des Tropfens, verstehst du? Und wir sind der Organismus, zusammen können wir etwas bewegen. Und darum lege ich es euch ans Herz heute, wenn ihr diese Vorträge hört, diese Referenten, nehmt sie ernst. Versucht selber Kernsätze daraus zu bilden, Nussschalen davon zu formen, dass die wesentlichste Essenz von dem, was sie berichten, wenn ihr es als wahr erkennt, dass ihr es einfach verbreiten könnt, dass ihr mit uns zusammen die nächste ACD, eben den Antizensur Express, den Handschlag Express, gründen können, dass wir immer genug Substanz haben, dass wir das wieder unters Volk geben und dass wir zusammen stark werden. Nur so werden wir diese Zeit beenden, wo der Schurke nicht mehr als gerechter Übeltäter, nicht mehr als edel gelten darf. Masken, Vorwände, weg vom Gesicht. Versteht ihr? Fertig mit dem ganzen Theater, mit diesen Vorwänden. Dabei steckt etwas ganz anderes dahinter, diese Abzockerei. Fertig mit der Ausbeuterei, fertig mit der Schinderei des Volkes, der Versklavung. Abzockerei im Namen der Humanität, kennt ihr das? Im Namen der Humanität wird abgezockt, im Namen der Ausbeuterei wird Umweltschutz betrieben. Es wird Sicherheit, ja? Versklavung im Namen der Sicherheit, das kennen wir alles. Verfolgung im Namen der Toleranz. Was haben wir hier alles erlebt? Also packt es zusammen und folgt nur diesen Menschen, von denen ihr seht, sie haben Frucht. Sie haben ein Ergebnis in ihrem Leben, von dem ihr sagen möchtet, das möchte ich auch. Und weil ich ja hier jetzt ein bisschen das Ganze gegründet habe und das Ganze ein bisschen führe, habe ich gedacht, damit ihr auch wisst, was meine Ergebnisse sind oder ja, die Frucht meiner Werke. Da habt ihr mal einen kleinen Einblick in meine Familie. Ich möchte damit nicht bloß sagen, dass ich zu Hause keinen Fernseher habe. Hey, dass ich am Abend nichts anderes zu tun habe. Ich habe die Familie schon im Herzen gehabt, bevor es sie gegeben hat, weil ich gesehen habe, diese Zeit,
braucht Menschen, die beweisen, dass man heute noch eine Familie haben kann. Wir müssen Beweise liefern, versteht ihr? Ich möchte euch alles beweisen. Und weil ich ein bisschen in Anspruch nehme, das Ganze zu führen, sage ich einfach, das sind meine Dokumente, die ich euch mitgebracht habe, in die ihr reinschauen könnt. Andere Dokumente, die ich euch vorlegen kann, um euch zu animieren, mit uns zusammen diesen Handschlag-Express zu gründen und miteinander diese Welt, ein neues Volksmedium zu gründen, sage ich, wer ist der da vorne, der zu euch spricht? Ich bin einer, der seit 30 Jahren ohne Lohn arbeitet für sich. Alles Geld, das ich bekomme, habe ich immer 30 Jahre lang nur fürs Gesamte eingesetzt. Ich habe 20 Bücher auf dem Büchermarkt in 20 Sprachen. Keines habe ich je davon verkauft. Ich habe Hunderttausende davon verteilt. Ich drehe Monumentalfilme. Wir haben nur diejenigen, die im Kino sind, haben wir verkauft. Die anderen alle verschenkt. Ich habe nie für irgendein Referat etwas verlangt. Seit 30 Jahren referiere ich im In- und Ausland. Ich habe hunderte von Konferenzen hinter mir. Tausende von Vorträgen. Du siehst heute auch, es ist alles unentgeltlich. Das Dokument, das ich dir geben kann, um zu sagen, folge den Menschen, von denen du sagst, von denen du erkennst, die machen etwas, von dem habe ich Zutrauen. Dann sage ich dir, wenn du das als vertrauenswürdig ansiehst, dann mach mit, dann gib Handschlag und komm verbindlich und bilde dieses neue Medium. Du wirst heute hier nichts bezahlen. Das habe ich größtenteils aus meiner eigenen Tasche bezahlt, aus meiner eigenen, ich sage aus unserer Gemeinschaftskasse. Ich für mich nehme nur, was ich zum Leben brauche, wirklich nur das. Und alles andere ist immer nur für das Gesamte. Und das sind meine Dokumente, meine kleinen, um ein paar kleine Dinge einzuflechten.